Ja, bei uns geht es einerseits darum, dass wir die Kinder sehr individuell fördern. Das heißt, wir schauen genau, wenn ein Kind zu uns an die Schule kommt, wo steht das Kind. Was bei uns auch ganz wichtig ist, dass wir viel mit Bewegung machen, weil Bewegung einfach für die Kinder lustig ist, es macht Spaß. Man kann dadurch auch verschiedene Wahrnehmungskanäle einfach stimulieren. Und generell wird bei uns beim Lernen versucht, mit so viel Sinnen wie möglich zu arbeiten, dass der Lehrinhalt wirklich auf den unterschiedlichsten Wahrnehmungskanälen ins Gehirn gelangt und dann dort einfach besser gefestigt wird. Der Grundsatz der Bell Privatschule: Auswendig lernen reicht nicht. Die Schüler müssen mitdenken. So schafft die Bell Privatschule die Basis, damit Kinder erfolgreich lernen können. Der Unterschied ist der, dass unser Gehirn einfach verschiedene Wahrnehmungskanäle hat. Und man kann sich das so vorstellen, je mehr Kanäle man anzapft, je mehr Regionen im Gehirn dadurch aktiviert werden, desto besser kann man sich einen Lehrinhalt einfach merken. Außerdem gibt es ja unterschiedliche Typen. Manche sind eher die auditiven, manche sind eher die visuellen Typen, andere brauchen Bewegung dazu. Man darf bei Kindern auch nicht den Geruchssinn und den Geschmackssinn vergessen, der bei uns Erwachsenen oft nicht mehr so ausgeprägt ist. Aber Kinder können darüber auch sehr viel wahrnehmen. Und das ist einfach das Besondere dann daran. Und so merkt man sich einfach die Lehrinhalte besser. Die Projektarbeit an der Bell Privatschule hat einen besonders hohen Stellenwert. Die Kinder lieben es, auf diese Art und Weise zu lernen, weil die Themen aus ihrem Leben gegriffen sind. Ein wichtiger Bestandteil der Projektarbeit ist das selbstständige Erarbeiten von Wissen. So gab es zum Beispiel heuer, als wir das Thema Müll für unser Projekt gewählt haben, eine Müllmodeschau. Hier durften die Kinder ihre eigenen Kreationen aus Müll schaffen und diese dann ihren Eltern bei dieser Müllmodeschau präsentieren. Das Müllprojekt ist ein gelungenes Beispiel dafür, wie die Bell-Prinzipien Ich will, ich mache, ich bin sowohl in der Theorie unterrichtet als auch in lebensnahen Praxisbeispielen umgesetzt und gelebt werden. Die Bell Privatschule stellt das Lernen auf sichere Füße. Alles über unsere Schule auf bell-privatschule.at.